Wo sind wir jetzt? Hey, Cutie Pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Is it you? For real? Are you real? Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you, too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Okay. Scheinbar habe ich jetzt gerade irgendwas gegessen. Morning. Am I interrupting? I was eating. Steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me, Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you, no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit. There it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? Okay. That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike.
What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Zimmer 117. Okay, aber es ist jetzt zumindest wieder hell. Dann können wir auch wieder was sehen. Ich meine, das Dunkle... Okay, atmosphärentechnisch war es ja okay, aber man konnte wirklich gar nichts sehen. Und das hat mich doch sehr, sehr genervt. 117. Das ist aber nicht hier oben, ne? 108. 104. 103. Ne, das muss irgendwie hier hinten rum sein, oder? Hä? Geht's da noch weiter? Ja. 107. Stiff only. Eigentlich müsste 117 doch nach 108 und 109 kommen. Wollt ihr mich denn verarschen? Hier ist 108. Hier ist 104. Da geht es doch runter. Es ist hier so komisch angeordnet. 109 bis 117. Wie haben die das denn bitte schon angeordnet? Was habe ich? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. 117 war es, glaube ich, ne? Ich liebe dieses Wolfsbild. 12. 117. Tada! Was ist das denn? Hey! I found the room. But? For someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, yeah, but I don't remember where. Probably in the basement. It seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme, aber wir werden es irgendwie hoffentlich schaffen. Moment, dann gehen wir jetzt hier erstmal runter. Keine Ahnung, wie ich jetzt zum Keller komme, aber wir versuchen es trotzdem. Hier ist der Ballraum. Da hinten waren, glaube ich, diese normalen Türen. Ach, hier sind überall die Teppiche so komisch. Dining Room. Office. Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. So, den habe ich mir nämlich vorhin angesehen. Ich weiß ganz genau, dass ich einen hatte. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Ja. Ich bin hier durch. Ich bin aber eben, glaube ich. Check-in. Genau, da bin ich nämlich die Treppen hoch, ne? Ich weiß nur gar nicht, auf welcher Etage ich jetzt eigentlich war. Auf der ersten. Kann das sein? Hier bin ich auf jeden Fall die Treppen runtergegangen. Genau. Hoho. Bin ich nicht gut. Viel besser als in der letzten Folge.
Nee, als in der vorletzten Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das jetzt zusammengeschnitten hatte. So, irgendwo hier oben. Room 117, genau, da müssen wir hin. An dem schönen Wolfsbild links herum und bis zum Ende. Nee, dann waren wir eben links rum und dann haben wir uns gedreht. Und dann bis zum Ende auf der linken Seite. So. Tada! Bin ich gut oder bin ich gut? Jetzt hätte es der falsche Schraubenschlüssel sein müssen. Nicht dagegen laufen, bitte. So. Ghostbusters! How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Dürfen wir uns das Bild denn auch mal angucken? Anscheinend nicht. Oh, jetzt endlich. Okay, jo. Keine Ahnung, was das für ein Bild ist. Ich denke mal nicht, dass das hier das Hotel ist, oder? Aber da ist eine Kassette daneben. Die darf ich nicht nehmen, so wie es aussieht. Das ist doch doof. Okay. Haben wir denn jetzt irgendeine Aufgabe? Lass uns einen Blick ins Zimmer werfen und auf die Ausrüstung werfen. Ach, das ist die... Ah! Ich verstehe, wir müssen bestimmt die Ausrüstung suchen von denen. Damit wir dann hier wirklich einen auf Ghostbusters machen können. Irgendwas hat er mir jetzt hier angezeigt. Videorekorder? Ah, zeigt, glaube ich, nur den Videorekorder an. Brille. Schön, dass man die sich angucken kann, aber... Leere DVD-Hülle. Ja, der Name ist geändert worden, aber so ähnlich sahen meine Videos damals auch aus. Wieso habe ich jetzt eigentlich DVD-Hülle gesagt? VHS-Hülle stand auch richtig drauf, okay. Ich wollte gerade sagen. So, das Gleiche haben wir ja schon mal an der Wand gesehen bei uns. Das ist ja eigentlich alles uninteressant. Magazin. Also ich gucke mal jetzt... Oh, nicht alles an. Das könnte allerdings noch nützlich sein. Wie auch immer das funktionieren soll. Tada! Ghostbusters! Muss ich das dann durchgehend gedrückt halten, ja? Kaputte Lampe. Was haben wir denn hier? Zahnpasta? Kamm? War das jetzt mit 3 oder mit 4? Mit 3, ne? Meine ich das jetzt nur oder verschwimmt hier gerade vor mir irgendwas? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt lustig finden soll. Oder ob das jetzt gruselig werden soll. Ich bin mir noch nicht sicher. Lass uns einen Blick ins Zimmer werfen. Müssen wir denn noch was anderes finden? Normalerweise müsste das ja dann schon passé sein, ne? Oh, mal eine andere Zigarettenpackung. Okay. Ja, also die Hüllen hier, Kamera kann man alles... Ach, jetzt kann ich's. Ah. Okay. Sieht aber schon ziemlich alt aus, ja. Tja, hier war gerade irgendwas. VHS-Kassette, was hat das mit einer VHS... Ach so, der hat die hier anvisiert. Oh Gott. Okay.
Ah. Ah. Have you calmed down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, better for us. We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone is talking to themselves. I see you smoking the good stuff. Is that right? Yeah, sure. Did you see his face? He's missing a couple screws. Sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I paid you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure out by the time I'm done... Ah! What the fuck are you doing? I shot something! Wait, you're not taping. No, I need the real... What? What the... No, it's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a oh my god. Oh my god! Oh. It moves! Oh god! Yeah, I'm telling you! Oh shit, no! I can't find the keys! Oh god, this place is where are the keys? Oh. The keys, hold on! Okay. Ja. Ich fand's nur irgendwie ganz lustig, dass sie die ganze Zeit schreit, es bewegt sich. Du sollst hier nicht zugehen. Auch in diesem Hotel sollen keine Türen zugehen. Aber wir gucken mal, ob vielleicht jemand gerade hier im Raum ist. Anscheinend nicht. Ich schau mal eben nach, ob sich da jetzt was geändert hat. Okay, keine Checkliste mehr. Gut. Jetzt wird das hier schon wieder dunkel, oder was? Wollt ihr mich denn veräppeln? Hey! Ha! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. Damn, What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it.